muss jetzt einmal raus, weil das, was ihr gerade gesehen habt, das ist genau das Logo hier. Hi und herzlich willkommen zu diesem Video. Wie ihr im Hintergrund des Nelly vielleicht schon so ein bisschen sehen könnt, überall Styropor. Ich gucke die ganze Zeit in Display, das wollte ich eigentlich gar nicht. Ist nämlich eine neue Kamera und die hat so einen ausklappbaren Display und jetzt sehe ich mich selber. Ich muss das mal umklappen, weil mich das noch irritiert irgendwie. Wir sind hier bei der Firma Styrowerk und ich warte auf diesen heutigen Termin rein theoretisch seit 15.01. Wo ich das erste Mal mit der Person darüber gesprochen habe, ist sowas möglich? Ich brauche das. Ein wunderschön. Ich bin unverbreitet. Hi. Ja, was machst du hier? Hier ist überall so Styropor. Erzähl mal. Ja, ich bin der Luke von Styrowerk und ich produziere viele Sachen aus Styropor, aus Kunststoffen allgemein, also aus GFK, CFK, ABS-Kunststoffen und wir haben unter anderem auch einen Drucker, 3D-Drucker, mit dem wir Teile produzieren für die Industrie. Und ja, René hat mich angesprochen und hat gefragt, ob sowas machbar wäre, dass wir sein Logo produzieren für den Golf. Und ich habe gesagt, ja. Ja, geil. Und genau das machen wir heute. Ich bin mega gespannt. Du hast schon ein bisschen was vorbereitet, das habe ich jetzt noch nicht gesehen. Nelly übernimmt. Magic. das habe ich noch, ich habe es noch nicht gesehen. Ja. Das wird einfach über so einen 3D-Drucker einfach produziert, wie man das so genau, von Zeitrafferaufnahmen kennt. Ja, wir können mal die Schritte durchgehen. Wir gehen mal ins Büro und schauen uns an, wie wir anfangen. Ja. Und dann gucken wir mal, wie das hergestellt wird und gucken uns das Endergebnis an. Ja. Also, wie wir angefangen haben. Das Schwierigste war in dem Sinne nur, wir haben einmal hier das G und das T. Das ist im Prinzip genauso wie von VW, das GT. Und dann war eigentlich nur das Schwierigste, ein R zu entwerfen, was dazu passt. Mhm. Diese Dinger hier, diese, die haben auch irgendeinen Namen, aber ich vergesse sowas immer. Ich habe auch Wortfindungsschwörung grundsätzlich. im Prinzip habe ich erstmal ein R aufgebaut, versucht hier diesen Bogen zum Beispiel auch nachzuarbeiten, dass er so ein bisschen ausläuft. Damit das einfach von der Versalia her, weil die Schriftart gibt es nicht, damit das einfach von der Schriftart selbst irgendwie zusammenpasst. Ja, und dann hast du das, hab ich das geschickt, hast das freigegeben. Und im Prinzip ist das die Grunddatei und darauf basierend hat Simon, das ist der Kollege von Animal Racing, der ist beim Daniel mit dabei im Team, der hat auf der Basis eine 3D-Datei erstellt und hat mir die geschickt. Diese hier, da sieht man das Ganze. Beim Originallogo haben wir noch so eine leichte Wölbung von da nach da. Mhm. Die haben wir versucht mit reinzumachen. Und dann wird das Ganze im Prinzip aus dieser Datei her hochgeladen ins Programm vom 3D-Drucker. Da lege ich das quasi virtuell auf den Tisch. Gebe hier noch ein paar Schnittdaten ein, also über die Flächenhöhe und so weiter. Da gibt es verschiedene Parameter, ob was für eine Qualität das sein soll. Wähle einen Kunststoff aus, mit dem ich drucken möchte. In dem Fall haben wir ein PLA genommen, weil das ausreichend ist für die Zwecke und sich auch gut nachbearbeiten lässt. Mhm. Ja. Nochmal ganz kurz. Für die Leute, die nicht wissen, warum jetzt eigentlich GTR, das war ja mal ein GTD und da ist jetzt ein R-Motor drin. Und deswegen GTR. Viele Leute sagen ja, man darf dieses Auto nicht GTR nennen, wegen dem Nissan Skyline GTR zum Beispiel. Quatsch, ja. Wenn man sich mit der Materie aber ein bisschen befasst, weiß man, dass auch die den Namen nicht erfunden haben. Genau. Es gab schon ganz viel früher Fahrzeuge mit der Bezeichnung GTR. Ja. Ja. Von unterschiedlichsten Herstellern. Ja. Das kannst du auch mal zeigen. Das ist so ein Nivellierungstest. Den mache ich regelmäßig. Damit gucke ich, ob der Tisch noch gerade ist zur Düse. Mhm. Und durch diese Linien und durch diese Flächen kannst du das besser sehen. Ja, okay. So,
das, da seht ihr die Rohteile aus dem Zeitraffer. Hier in dem Fall, gut, das war... das, genau das war. Das war fürs Video. Da habe ich ein bisschen minderwertiges Material genommen, ganz ehrlich. So, hinter uns liegen die Logos. Ich habe sie immer noch nicht gesehen. Tue ich jetzt aber. Mega. Schau sie dir an. Darfst du dich anfassen? Die sind schon getrocknet, die anderen sind noch in der Kammer. Die müssen aber sehr wahrscheinlich noch mal leicht poliert werden. Das würde ich noch mal im Nachgang machen, wenn der Lack durchgetrocknet ist. Mhm. Aber geil. Das ist jetzt das vorne? Für vorne, ne? Genau. Da klebt ja immer noch das GTD-Zeichen dran. Und da sind die Buchstaben für hinten. So eine kleine Macke drin, aber das kommt doch raus. Ja, mega. Ich habe das leider gestern in der Eile noch gemacht. Ich wollte es nämlich heute fertig haben für dich. Ja. Aber dann ist halt nicht das fertig. Ja, ist auf jeden Fall geil. Was sagst du? Mega. Oder? Was sag ich mit meinem Lenkrad-Logo? Okay, hab ich vergessen. Hast du vergessen? Ja, hab ich echt vergessen. So, also das muss jetzt einmal raus, weil das, was ihr gerade gesehen habt, das ist genau das Logo hier, was wir jetzt austauschen müssen. Das ist von hinten, ist das geschraubt? Nee, das ist nur gesteckt. Nee, es war, ne? Gesteckt mit Clipsen. Beim Airgolf ist es geschraubt, da ist eine Schraube. Ja, naja, GTD ist auch da nicht so hochwertig. Beim GTD ist es nur gesteckt. Ja. Erstaunlicherweise, wusste ich auch nicht, aber... Das macht nichts. Nee, das liegt wahrscheinlich an diesem... Bei der GTI hat ja auch nicht diesen Grill. Nee? Nee, der GTI hat auch so einen ähnlichen wie der Airgolf, nur mit einem dünnen Chromleistchen, wenn ich mich nicht irre. Das sind quasi, also beim Produzieren wird das so hergestellt, das sind so Kunststoffnippel, die rausgucken. Und dann kommt einfach irgendein heißes, ja, ich sag mal, so ein Plättchen da drüber. Das schmilzt das und dann ist da verschmolzen miteinander. Okay. Da können wir jetzt entweder Glück haben oder Pech. Was ist jetzt hier der nächste Schritt? Also wir machen da die doppelseitige Schaumklebefolie von hinten dran. Da ich die nicht in dieser Größe habe, müssen wir es halt anpassen, was aber grundsätzlich nicht so schlimm ist. Und anpassen heißt, dass man dann hinterher durch das G zum Beispiel nichts durchsieht? Genau, das sowieso, aber dass ich hier drei Streifen übereinander kleben werde. Und dann wird das mit dem Skalpell, das ich gleich holen muss, schneide ich das aus. Ja, und dann können wir das im Prinzip aufkleben. Ja, so. Das ist jetzt das für hinten, ne? Für hinten, genau. Da müssen wir nochmal gucken, wo das Original sitzt. Und dann will ich die Vorlage, die wir vorhin auf dem Rechner uns angeguckt haben, die drucke ich aus. Schneiden wir das auch mit dem Skalpell aus. Und dann nehmen wir das als Schablone zum Aufkleben. So, die Dinger hast du jetzt hier alle einmal schon mal mit Kleber vorbereitet. Genau, ne? Da ist ein doppelseitiger Schaum dahinter. Was ist jetzt der nächste Schritt? Wir machen eine Schablone aus Papier. Einfach nur. Das heißt, ich drucke mir das, was ich euch gezeigt habe vorher, drucke ich aus und schneide das aus. Und dann haben wir eine Schablone zum Aufkleben. Richten die aus, damit wir in der Waage sind. Und dann können wir die Buchstaben einkleben. Also wir haben jetzt mit einem Isopropanol, mit einem ganz simplen Kupferreiniger. Hier oben ist noch Versiegelung drauf. Also man sieht es, das fällt quasi fast von selbst ab. Und hier haben wir die Versiegelung weggemacht. Also wenn ihr mal Aufkleber aufbringt irgendwo,
das ist schon, man merkt das auch, kannst du auch selbst nochmal probieren. Nee, ich glaube dir das. Man sieht das auch, ne? Und das greift aber den Lack nicht an. Das reinigt den Lack im Prinzip porentief und macht alles, was auf einem Lack drauf ist, weg. Fette, Silikone, je nachdem, was in der Versiegelung drin ist, das weiß ich jetzt natürlich nicht. Und somit ist er jetzt porentief und kann jetzt unseren Sticker bzw. unseren Aufkleber auch greifen. Ich muss hier mal das Display drehen. Ich muss da noch ein bisschen mit klarkommen mit dieser Kamera. Aber hey, mega. Wenn ich mir das jetzt so angucke, schon geil. Jetzt ist er offiziell. Hat noch jemand eine Sektflasche, die wir dagegen schmeißen können? Ja, warte. Heineken? Jetzt ist es offiziell IGTR. Jetzt kann keiner mehr was sagen. Ja, jetzt steht's drauf. Jetzt steht's drauf. Es wird sowieso. Ich sehe ja, ich muss mal wieder die Kamera drehen. Ich sehe jetzt schon wieder die Kommentare, wo die Leute schreiben, Junge, wie behindert bist du eigentlich? Ja, ich bin behindert, was sich ja in dem ganzen Projekt auch einfach widerspiegelt. Ja, im bestimmten Slogan bei dir. Hier stand GDD. Das muss man ändern lassen. Ja, wie ändere ich das? Es gibt so Freaks, die können das. Ja? Die können diesen Startbildschirm ändern. Falls du so ein Freak bist, schreib mir bitte gerne. Nee, es gibt so Freaks. Die können das. Ich weiß auch nicht, wie es geht, aber warum geht denn die Handbremse nicht los? Musst du Bremse treten, ne? Ach, Bremspedal! Ja, du stehst doch auf der Kupplung. Ja, ah ja, Gott, ich hab nur zwei Pedale bei mir im Auto. Ja, jetzt. Der kennt das nicht, sein Golf fährt ja nicht. Das hat sie jetzt nicht gesagt. Ja, das hat sie doch gesagt. Boah, es sieht einfach so geil aus. Wirklich, weil es einfach. Es fällt, das glänzt jetzt nur so auf der Kamera. In Wirklichkeit glänzt das gar nicht so. Das müsst ihr halt live sehen. Es ist einfach nur geil. Nice. Vielen, vielen Dank. Nicht dafür, bitte. Machst du sowas für... Nein. Tut mir leid. Das nur für ausgewählte Menschen. Aber es ist schon, geil. Könnt ihr ja gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das findet. Wenn jemand Interesse hat, kann er gerne fragen, aber er soll sich dessen bewusst sein, dass es nicht billig ist. Ja. Denke ich mal. Das ist schon Arbeitsaufwand stundenmäßig. Das ist schon ein bisschen was. Mhm. Auch so, also ich habe es ja gezeigt mit dem Konstruieren des Teils. Da beginnen wir Schritt für Schritt. Dann geht das nochmal rüber zum Daniel. Da wird das nochmal aufbereitet und das, ja. Also ich kann es euch empfehlen, wenn ihr irgendwie einen Kumpel habt, der einen 3D-Drucker hat, das so zu machen, wenn ihr das gerne für euer Auto zu Hause machen möchtet. Die einzelnen Schritte habe ich ja ungefähr geklärt. Und ansonsten, wenn größere Anfragen diesbezüglich existieren, einfach bei Animal Racing melden. Hey. Der liebe Daniel. Und wer organisiert das Ganze? Ich bin total fasziniert von Renis Kamera. Die ist geil, oder? Ja. Ich habe noch kein Bild davon geschnitten. Ich sehe das nur hier auf dem kleinen Display. Ja, das ist atemberaubend. Also da ist eigentlich schon ganz cool, ne? Ja, ja. Ja. Ich habe mich ehrlich verliebt in deine Kamera. Ja. Du wartest nur, bis das mal aus dem Fernseher. Für denjenigen, für den es interessant ist, ist die Sony FX3. Ist eigentlich ganz, ganz cool. Ja, Leute, das war's. Wollt ihr ja noch mal hinten sehen? Ich muss es euch hinten noch mal zeigen, weil es wirklich einfach brutal geil ist. Jetzt mal hier durch mit meinem dicken Hintern. Guckt euch das bitte an. Es ist einfach nur geil. Ja, auch an dich danke, dass du heute den ganzen Tag mit mir durch die Gegend fährst, weil wir haben wie viel? 3 Stunden? Ein bisschen mehr als 3 Stunden Fahrt gehabt, ne? Eine Strecke. Das müssen wir jetzt noch zurück. Aber vielleicht halten wir noch mal, je nachdem, wie das Wetter dann da ist, vielleicht halten wir noch mal im Harz an. Ja. Danke fürs Zugucken. Bis zum nächsten Mal. Ja, ordentlich Schulter dann aufgebaut, ne? Ja, ein bisschen bin ich dabei. Ja, sieht man. Danke. Gut aus. Ich muss auch mal wieder Gas geben. Was ist denn, wenn ich jetzt hier was kaputt mache?
Dann steriniere dir von hinten einen in den Nacken. Nee, das, was du kaputt machst, baue ich dann einfach an deinem Golf ab. Geil.